Wie wird man Fondsmanager und wie sieht der Arbeitsalltag eines Fondsmanagers aus? Das und mehr wollen wir in den nächsten Minuten klären und mit einem sprechen, der es nun mal wirklich wissen muss, nämlich mit Bernd Maisch. Er managt den LBBW Dividendenstrategie. Herzlich willkommen hier bei uns am Mikrofon. Zunächst die Frage, wie wird man denn Fondsmanager? Mit Sicherheit macht es Sinn, eine gesunde Ausbildung in Richtung Mathematik und auch in Richtung Betriebswirtschaft zu haben. Das heißt, bei mir hat sich das so gestaltet, dass ich Wirtschaftsmathematik studiert habe an der Universität in Ulm. Beruflicher Einstieg war dann als Aktienanalyst bei der damals noch existierenden Baden-Württembergischen Bank hier in Stuttgart. Das heißt, Aktienanalyst, der sich dann en Detail mit den Fakten der einzelnen Unternehmen am Aktienmarkt beschäftigt und Perspektiven für die Titel gibt. Und nach 4 Jahren Aktienanalyse bin ich dann gewechselt ins Aktienfondsmanagement, wo sie dann einen wesentlich breiteren Fokus haben, nicht mehr auf einzelne Sektoren fokussiert sind, sondern breite Portfolios dann hauptverantwortlich managen können. Und jetzt managen Sie eben den LBBW Dividendenstrategie. Welches Ziel verfolgt dieser Fonds und wie setzen Sie das Ganze vor allen Dingen um? Also die Basistheorie von Dividendenfonds und zu der Gattung zählt auch der Dividendenstrategie Euro aus unserem Haus, ist eigentlich eine sehr, sehr alte, eine 100 Jahre alte aus den USA, die sogenannte Dogs of the Dow Theorie, die nichts anderes besagt, dass auf eine sehr, sehr lange Zeit, auf lange Zeiträume letztlich dividendenorientierte Investments überdurchschnittliche Renditen abwerfen. Das heißt nicht nur, dass sie einmal einen erheblichen Anteil Dividende jedes Jahr bekommen, sondern dass auch die Kursperformance so gut ist, dass ich letztlich überdurchschnittlich abschneide. Das ist eigentlich der Hauptgedanke von dieser ganzen Thematik. Zweites Thema ist natürlich auch das, was insbesondere in kritischen Zeiten sehr wichtig ist. Unternehmen, die Dividenden bezahlen können aus ihren jährlichen Erträgen, haben meist nachhaltige, etablierte Geschäftsmodelle und sind keine Eintagsfliegen beispielsweise, wo sie einmal Dividende bekommen, im Jahr danach eben schon wieder darauf verzichten müssen. Und auf diesen Grundgedanken basierend letztlich ist das Dividend Investing derzeit insbesondere wegen der niedrigen Zinsen wieder en vogue. Ganz wichtig ist aber vor allem in ökonomisch schwierigen Zeiten, dass man nicht nur eindimensional nur eine Komponente des Marktes, nämlich die Dividende im Fokus hat, sondern eben auch versucht, aufgrund der anderen Informationen, die Sie am Rande noch mitbekommen, Dividendenperspektiven abzuschätzen, die Verschuldungsstrukturen von Firmen sich anschauen, um zu sehen, kann denn nach der Bedienung des Fremdkapitals auch noch Geld für den Aktionär übrig bleiben in Form von einer Dividende. Und das ist ein weiterer sehr, sehr wichtiger Aspekt. Deswegen, um das eben auch sicherzustellen, haben wir ein Konzept aufgelegt, was auch auf einer sehr, sehr soliden Bilanzanalyse letztlich beruht. Das heißt, wir haben ein eigenes Analyseteam im Haus, mit dem der Fondsmanager zusammenarbeitet. Und letztlich auf Basis von dieser Zusammenarbeit ergibt sich dann ein Portfolio, von dem wir denken, Sie haben hier eine Sammlung, eine branchentechnisch ausgewogene Sammlung an Unternehmen mit guten Dividendenperspektiven und letztlich auch noch mit guten Kursperspektiven. Jetzt haben wir schon ein bisschen was erfahren, was Sie so tun tagtäglich, aber nochmal nachgefragt, wie sieht so der Alltag eines Fondsmanagers aus? Ich denke mal, so bis 9 Uhr schlafen geht nicht, oder? In meinem Fall auf jeden Fall mal nicht. Ich habe jetzt noch die zusätzliche Aufgabe, dass ich bei uns den Bereich Aktien leite in der LBBW Asset Management. Das heißt, ich bin dann auch der Erste, der im Büro ist, morgens um 7.30 Uhr. Dann werden Sie letztlich von der Informationsflut der Märkte erschlagen, von 7.30 Uhr bis ungefähr 8.30 Uhr. Und Sie versuchen das letztlich herauszufiltern, was für Sie von tragender Bedeutung ist. Das heißt, neben makroökonomischen Dingen eben auch sehr, sehr viele unternehmensspezifische Nachrichten. Sie fokussieren natürlich insbesondere auf Titeln, die in Ihrem Portfolio auch sind. Und von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr, wie gesagt, der Datenfilter. Dann um 8.30 Uhr haben wir ein Morning Meeting, ein regelmäßiges. Das geschieht so, dass die einzelnen Analysten jeweilig relevante Faktoren näher beleuchten, die auch diskutieren mit den Fondsmanagern und dann im Prinzip eben kurz bevor die Börsen um 9 Uhr hier in Europa eröffnen, dann jeweils ein relativ klares Bild zu wichtigen unternehmensrelevanten Fakten entstanden ist und wir dann als Fondsmanager im Prinzip auch präpariert sind mit potenziellen Transaktionen, die wir machen. Das war dann das vorbörsliche Thema, dann sehen wir am Vormittag, wie dann die Börse auf einzelne Nachrichten reagiert und je nach Kursreaktion versuchen wir dann, entweder der Analyst oder aber auch der Fondsmanager, selbst Ideen zu entwickeln, zu sagen, wo hat der Markt möglicherweise überreagiert, wo hat er Nachrichten vielleicht auch falsch interpretiert, wo denken wir, dass man sie anders interpretieren müsste. Und so haben sie im Prinzip dann über den Rest des Börsentages eigentlich ein reges Ideen generieren auf Seiten aller Mitarbeiter, die wir im Büro haben.
Und wichtig natürlich, dass am Ende des Tages der Fonds mehr Wert hat als am Morgen. Natürlich müssen Sie Rendite erwirtschaften, wollen Rendite erwirtschaften, haben dann natürlich auch Vergleichsindizes, die Sie zumindest schlagen wollen, die sogenannte Benchmark. Was ist die entsprechende Benchmark für Ihren Fonds? Frage 1 und dazu gleich, wie hat sich Ihr Fonds im Vergleich dazu entwickelt? Also Benchmark ist ja neudeutsch wirklich das Wort für Vergleichsmaßstab. Im Aktienbereich macht es natürlich Sinn, man nimmt einen der zahlreichen Aktienindizes, die es am Markt gibt. Aktienindizes dokumentieren gewisse Teilmärkte am Aktienmarkt und bei uns macht es natürlich am meisten Sinn, da unser Fonds auf den Euroraum ausgerichtet ist, eine Benchmark zu nehmen, die den Euroraum, die Aktien aus dem Euroraum gut reflektiert. Wir haben hier den Dow Jones Eurostoxx gewählt und anhand der Grafik, die wir eingeblendet haben, kann man eben sehr, sehr gut sehen, ob wir denn gegenüber diesem Index auch einen Mehrwert generiert haben, seit der Fonds aufgelegt wurde. Die Renditeentwicklung unseres Fonds haben wir hier im Blau im Chart markiert. In Grau haben wir diesen Dow Jones Eurostoxx dargestellt. Das Ganze in der Nachkostenbetrachtung. Und man kann aus dem Chart sehr gut entnehmen, dass das eigentlich, wofür wir da sind, wofür wir letztlich eben auch bezahlt werden, nämlich das Erwirtschaften eines Mehrwertes gegenüber einem rein passiven Index, uns eigentlich relativ gut gelungen ist hier im Euroraum-Aktiensegment. Und wir hoffen für Sie zumindest, dass es auch künftig so aussieht. Man kann tagtäglich, Herr Maisch, in den Zeitungen lesen, natürlich auch im Internet, wie sich nun dieser Fonds entwickelt. Das sind diese Zahlenkolonnen auf den Finanzseiten. Die Frage an Sie, wie berechnet sich denn ein solcher Investmentfondsanteil? Das ist eigentlich, wenn ich jetzt mich einfach fokussiere auf Aktienfonds und deren Bewertung, ein relativ einfaches Unterfangen. Der wichtigste Block des Preises ist natürlich der, der sämtliche Aktien, die im Depot sind, mit dem aktuellen Marktpreis letztlich bewertet. Das heißt, das ist dann das Aktienfondsvermögen im Fonds. Zusätzlich kommen Kassenpositionen hinzu, in unserem Falle nicht gar so relevant, weil wir unsere Aufgabe sehen, die besten Aktien zu kaufen und nicht Kasse zu halten. Aber es kann für Fonds ein wichtiger Block sein. Zusätzlich noch Dividendenforderungen, die sie noch haben, aber noch nicht ausbezahlt sind. Das sind quasi die Plus-Komponenten dieser Rechnung. Abzüglich abgezogen werden von dieser Vermögenssumme letztlich die Kosten, die sie haben, Verwaltungsvergütung, Depotbankvergütung, dann noch kleinere Positionen wie Veröffentlichungskosten oder Ähnliches, die abgezogen werden. Und dann haben sie ein Fondsvermögen. Und der Fondsanteilspreis berechnet sich einfach, indem sie dieses so errechnete Fondsvermögen teilen durch die Anzahl der ausgegebenen Fondsanteile. Wieder ein bisschen was gelernt. Einblicke in die Arbeit eines Fondsmanagers und eines Fonds. Ganz herzlichen Dank, Bernd Maisch von der LBBW.